Die Teuerungen, die wirken sich vor allem bei preisgünstigen Lebensmitteln sehr stark aus. Die Arbeiterkammer, die hat sich das nun ganz genau angeschaut und einen sogenannten Teuerungscheck durchgeführt. Das heißt, man hat sich im Vergleich ein Jahr angeschaut, also von Juni 2021 jetzt mit Juni 2022. Wie stark sind denn die Preise in den Supermärkten gestiegen? Supermärkte und auch Discounter hat man sich dabei angeschaut, unter anderem Billa, Billa Plus, Hofer und auch Lidl, Spar, Interspar, um sie zu nennen. Die Preisanstiege, die sind sehr massiv und ein richtiger Preisschock, der könnte sie an dieser Stelle auch erwarten. Sieht man es sich im Check einmal an, dann hat man beispielsweise bei Grundnahrungsmitteln wie Butter, Mehl oder auch bei den Eiern sehr starke Preisschübe zu verzeichnen. Wir schauen sie uns im Vergleich auch jetzt noch einmal an. Beispielsweise hat im Juni 2021 ein Kilo Mehl ganze 41 Cent gekostet. Im Juni 2022, da kostet ein Kilo Mehl 93 Cent das Kilo. Das ist ein Preisschub von sagenhaften 129%. Aber auch bei anderen Produkten wie der D-Butter zum Beispiel, da hat das Kilo 2021 5,67 Euro gekostet, 2022 kostet ein Kilo D-Butter sagenhafte 9,96 Euro. Das ist ein Preisschub von ganzen 76%. Auch bei den Eiern, da gibt es einen Preisschub von ganzen 47%. Die Arbeiterkammer, die sagt, vor allem jene, die nicht so viel Einkommen oder niedriges Einkommen zur Verfügung haben, werden davon betroffen sein. Und sie fordern auch die Regierung auf, hier mit den entsprechenden Paketen möglichst schnell darauf zu reagieren, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Ein Vorschlag wäre hier beispielsweise die befristete Mehrwertsteuersenkung bei Lebensmitteln.